This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Hast du nichts Besseres zu tun, als das Video hier anzuschauen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Hast du nichts Besseres zu tun, als jetzt vor dem Computer zu hocken und dir Videos anzuschauen? Und ich glaube, dieses Fernsehen, Television tells lies to your vision. Radio und diese ganzen Medien und selbst YouTube, je nachdem wie man es nutzt, kann eben zur Sucht werden und man sollte nicht vergessen, sein eigenes Leben zu leben. Ich weiß nicht, viele schauen sich irgendwelche Vlogs an. Kann man mal machen, okay? Aber oder sich da Inspiration holen. Aber sich täglich 24 Stunden ein anderes Leben anzuschauen, verpasst man sein eigenes Leben. Und es gibt so viele schöne Dinge da draußen in der Welt zu entdecken. So viele wirklich schöne Dinge. Schaut euch das mal an. Geht raus in die Natur. Schaut euch mal an, was für Dinge da auf euch warten. Viele flüchten mit Computerkonsum, mit Internet in eine Parallelwelt. Die Welt da draußen ist ihnen zu hart. Sie schauen sich dann eben ja, die Dinge an, die sie interessiert und sind nur noch vor dem Computer. Oder flüchten sich in Alkohol, in Drogen, in Zeitung lesen. Oder in verschiedenste Süchte, in Habsucht, Eifersucht. Habe ich neulich auch ein Video drüber gemacht. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Gebt mal auf meinem Kanal Sucht ein. Genau. Und ja, jetzt, wenn du gerade merkst, hey, vielleicht gibt es ein paar Dinge, die wollte ich schon immer umsetzen, dann schalt jetzt das Video sofort ab, schalt ab und mach's. Das Tun ist viel wichtiger. Es sind so viele Leute, die ständig fragen, oh, was soll ich machen, was soll ich tun und das hat nicht so recht geholfen und ich glaube, das bewirkt auch nichts und das, ich weiß es nicht. Macht's auch mal, zieht es mal durch, überwindet mal euren Schweinehund, euren inneren Schweinehund und zieht mal ein paar Dinge durch auch. Ich kann davon reden, jeden Morgen aufzustehen und mir eine Morgenroutine anzueignen. Ich kann mir 20.000 verschiedene Videos von Morgenroutinen anschauen und immer noch keine Morgenroutine gemacht haben. Das Wichtige ist, es zu machen. Im Endeffekt kommt alles aus einem selbst heraus. Holt euch vielleicht mal ab und zu Inspiration, okay, aber macht auch mal, macht die Dinge. Und schult euren Geist jeden Tag, damit ihr zu besseren Einsichten, zu besseren Erkenntnissen gelangen könnt. Gönnt euch jeden Tag die Ruhe für euch. Berieselt euch nicht mit irgendwelchen Medien, sondern setzt euch jeden Tag eine halbe Stunde hin und schaut, was in euch vorgeht. Und dann wird man auch wieder zu einem anderen Denken kommen. Dann kommt man eben zu einem glücklichen Zustand. Dann kann man zur Ruhe kommen. Im Jetzt ankommen. Und die Dinge genießen. Einfach nur genießen. Und erkennen, wie schön das Leben ist. So. Ja. Wie wunderbar die Welt ist, wie schön es hier ist, diese menschliche Erfahrung zu machen. Ja. Das wird man dann wieder erkennen. Man geht wieder raus in die Natur, sieht die Dinge mit anderen Augen. Man sieht Schmetterlinge fliegen und denkt nicht über seine Rechnung nach.
kannst am schönsten Ort der Welt sein, wenn dein Verstand nicht ruhig ist und du nicht im Moment bist, du nicht achtsam bist, dann kannst du das nicht genießen. Du kannst am Strand hocken und du schimpfst auf deine Frau, weil sie dich verlassen hat und alle Gedanken und die rotieren und immer wieder die gleichen Gedanken und du kommst da nicht raus aus diesen Gedanken, weil du es nie geschafft hast, dich diesen Gedanken zu stellen, das mal ruhig zu sein und sich diese Gedanken anzuhören, sie anzunehmen und zu verarbeiten und dann nicht irgendwelche neuen Dinge in sich reinstopfen, wie tierische Produkte, in denen so viel Angst und Leid gespeichert ist, dass das völlig umsonst war, dass man gar nicht so viel Emotionen verarbeiten kann. Wenn man immer wieder negative Emotionen nachstopft, dann kann man sich die alten vielleicht mal anschauen, aber dann kommen ja immer wieder neue nach, da wird man nie glücklich. Man muss auch mal die Ursache in diesem Moment abstellen durch Erkenntnis. Ja, so ein paar Gedanken einfach nur, also macht wieder mehr. Hört auf eure Erfahrung. Wirklich auf die Erfahrung und nicht, weil in einem Buch steht, hey, wenn du so und so viel Kalorien isst, dann ist es gut beim Sport. Hör auf dein Sättigungsgefühl. Wozu ist es denn da? Warum hast du denn zum Beispiel keinen Hunger? Und dann solltest du essen, weil das dir eine Theorie sagt. Theorie, dieses Wort Theorie sagt schon, dass es eine Theorie ist und kein Naturgesetz. Es ist nicht wie die Schwerkraft. Zum Beispiel die Kalorientheorie. Schaut euch das Video an, habe ich neulich eins zugemacht. Nährstofftheorie. Es sind Theorien. Es ist kein Naturgesetz, es ist nicht bewiesen, es ist, jeder nimmt es irgendwie als bewiesen an und dann isst er zum Beispiel was, weil er meint, er müsste jetzt noch Kalorien essen, dabei hat er gar keinen Hunger. Warum hat denn dieser Körper ein Sättigungsgefühl? Warum? Das sind ganz einfache Fragen. Wir haben so viel verlernt, wir haben uns so weit entfernt von unserer natürlichen Lebensweise. Ja. Also geht raus in die Welt, macht wieder eure Erfahrungen und lernt darauf zu hören. Genau. Macht's gut. Ciao.